Unsere heutige Sendung beginnen wir in Paris. Wenn Ali seine Tore öffnet, dann löst er die Alltagsprobleme seiner Mitmenschen. Die vielen Exponate sprechen für sich und zeigen, wie wichtig das Designfestival für die Studierenden aus ganz Deutschland war. Wir haben der Selbstdarstellung einen Nährboden geliefert. Und natürlich nutzen wir den. Für die Menschen im Seniorenheim ist die Musiktherapie mehr als nur eine Ablenkung. Ein Fahrrad, drei Anhänger, 100 Kopfhörer. Fertig ist die Silent Disco. Also ich und mein Kumpel, Reinhard Marek, schrieben, und darum sind wir heute hierher, wollen ein bisschen Bier trinken. Und irgendein Vollidiot hat dieses Bier in Schnee. Jetzt kriegen wir es nicht mehr raus. Das war's, Kinder. Bis zum nächsten Mal.